Was geht, Leute? Willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich habe gerade fett geschlafen. Sieht man vielleicht ein bisschen, obwohl ich war jetzt duschen. Bin jetzt am PC, werde ein bisschen ein paar Sachen machen und dann gehe ich raus. Wetter genießen. Wir haben 27 Grad, sonnig. Perfekt. Und da jetzt werde ich viel spazieren gehen, damit ich mir später was Schönes zum Essen gönnen kann. Ihr wisst ja, ich muss noch weiter abnehmen. Ich will noch ein paar Kilos abnehmen. Und ja, aber jetzt werde ich auf jeden Fall mal was erledigen und dann gehe ich das Wetter genießen. So, ich bin jetzt draußen, Leute. Wir haben wunderschönes Wetter. Die Menschen sind draußen, sie genießen das Wetter. Kann ich verstehen, ist sehr schön wirklich. Aber ich brauche was zum Trinken jetzt, weil ich habe heute wenig getrunken. Da ist das Wahrzeichen von Wien. Wenn man Wien hört, das kennt jeder. Aber ich war noch nie da drin. So, es ist schon 21 Uhr. Ich bin immer noch draußen. Immer noch schönes Wetter. Sonnenuntergang, beste. Leute, ich habe gesehen, das ist ein Angebot. Ich musste das kaufen. Das ist so gut. Vertraut mir, macht euch Toast. Schmiert das ein bisschen drauf. Ein Cappuccino dazu. Besser geht's nicht. Und das war ein Angebot, nur 4 Euro. Das ist für das hier sehr billig, 4 Euro wirklich. Und das könnt ihr wirklich, wie viel ist da drin? 500, 380 Gramm. Monatelang könnt ihr davon essen. Aber nicht zu viel essen, ist auch nicht gut. Und so, Freunde, ich schaue jetzt gerade diese Serie mit Arnold Schwarzenegger auf Netflix. Fubar heißt sie. Gute Serie, hat 8 Folgen, ich bin bei Folge 5. Bis jetzt, ja, es ist so eine witzige und Action-Serie. Genau wie ich es mag. Und ja, ansonsten habe ich heute nicht viel gemacht. Ich werde jetzt was essen. Und es ist sehr heiß. Es ist 30 Grad, glaube ich, draußen. Ich war gerade einkaufen. Richtig heiß. Und ich beginne in 2 Wochen zu arbeiten. Und ich arbeite draußen. Das wird ein Spaß. Da wird sicher jeden Tag über 30 Grad. Aber egal. Dafür werde ich noch schneller abnehmen. Das ist ein Vorteil. Würde ich sagen. Und ja, ich werde jetzt essen, dann Mittagsschlaf machen, halbe Stunde maximal, nicht mehr, und dann gehe ich trainieren. Boah, Leute, ich bin fertig mit Training. Es ist abnormal heiß, 30 Grad ist heute. Draußen ist sehr, 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 sehr warm. Ich bin am Überlegen, ob das eine gute Idee war, diesen Job anzunehmen, weil dieser Job ist ja draußen. Aber ich glaube, ich werde mich daran gewöhnen und ich nehme mir meine Wasserflasche mit, fette Wasserflasche. Dann wird das schon irgendwie gehen. Und ja. Heute war irgendwie nicht so gutes Training, ich war kaputt irgendwie, ich weiß nicht wieso. Deswegen habe ich auch keinen Bock zu kochen und habe mir einfach einen Döner gekauft. Und ja, werde jetzt Döner essen, chillen, später gehe ich auf jeden Fall raus. Wenn die Sonne ein bisschen runtergeht, ja, wenn es nicht so heiß ist, dann gehe ich raus. Und ja, noch 10 Tage habe ich frei, dann beginne ich zu arbeiten. Leute, es ist richtig warm, es ist Donnerstag. Ich glaube 31 Grad bis 35 Grad wird heute. Ich will eigentlich schwimmen gehen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich gehe. Ich fühle mich heute nicht so gut, ich weiß nicht. Irgendwie komisch fühle ich mich. Aber mal schauen. Vielleicht, weil ich nichts gegessen habe. Schon 14 Uhr. Ich werde gleich was essen. Aber ich habe ja keinen Bock zu kochen. Ich werde mir einfach irgendwas kaufen. Dann schauen wir mal. Ich gönne mir gerade dieses Eis hier, wer kennt das? Das kennt jeder. Hat nur 88 Kalorien und schmeckt richtig gut. Auch gut für die Diät. So, Leute, es ist spät in der Nacht. Ich habe beide Fenster geöffnet. Es ist sehr, sehr, sehr warm. Und ich habe das Fenster da hinten, das geöffnet, damit frische Luft reinkommt. Wenn es zu warm ist, kann ich nicht schlafen. Ja, deswegen muss frische Luft rein. Kommt ein bisschen Luft rein, nicht zu viel. Aber ich habe ja auch noch meinen Ventilator und kann das auch benutzen dann. Ansonsten, wenn ich schwitze und so, kann ich nicht, echt nicht schlafen, also es ist unmöglich. Und ja, es ist schon fast 12 Uhr in der Nacht. Morgen ist Freitag, Wochenende und in einer Woche beginne ich zu arbeiten. Und ja, ich hoffe, ich schlafe heute früh ein, wäre gut. Aber ich werde sicher erst um 4, 5 Uhr wieder schlafen, wie immer.
gut. Es ist Samstag, ich bin draußen. Es ist bewölkt, aber kein Regen. Und ja, ich hoffe, man hört mich. Es ist windig hier. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt ein paar Schritte machen. Ich habe wenig gemacht gestern. 10.000, zu wenig. So Leute, ich bin wieder zu Hause. Meine Reise hat nicht lange gedauert. Irgendwie, ich fühle mich nicht so gut. Ich habe vorhin so einen Aufstrich gegessen, seitdem ist mein Magen überhaupt nicht, fühlt sich nicht gut an. Ich hatte dann keine Lust, draußen zu sein. Bin jetzt wieder nach Hause gekommen und werde einfach später am Abend rausgehen, wenn ich mich besser fühle. Jetzt werde ich ein bisschen hier zocken oder Film schauen oder sowas. Bis am Abend und dann ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall dieser Aufstrich, ich glaube, der ist abgelaufen oder so, der hat mir nicht gut getan. So Leute, es ist Sonntag, ich bin hier am Döner essen wie immer. Ich habe gestern voll wenig gegessen, weil mir war auch schlecht irgendwie. Jetzt habe ich richtig Hunger, jetzt haue ich rein. Und ja, wir haben auch besseres Wetter heute. Heute werde ich wieder rausgehen. So Leute, ich schaue jetzt Mortal Kombat. Guter Film bis jetzt. Ich habe gerade begonnen zu schauen. Ich kenne das Spiel von früher, von meiner Kindheit, habe ich immer gezockt. So, sollte auf jeden Fall viel Action sein. Bis jetzt gab es schon nach 7 Minuten schon sehr viel Action. So Leute, ich bin draußen. Wir haben wunderschönes Wetter, wie man sieht. Und ja. So Leute, ich hatte Durst und habe mir das gekauft. Es schmeckt nach Birne. Schmeckt so wie diese russische Getränk da. Schmeckt aber gut. Und schaut mal, was hier passiert ist. Ich habe kurz gedacht, Tschetschenien wie früher. 95 damals, wo ich geboren bin, hat so ausgeschaut dort. So Leute, ich bin auf der Donauinsel. Schaue ich mal kurz vorbei, was da los ist. Wer kennt's, Leute? Da haben sie diesen Film auf Netflix gedreht, Taylor Rake. Das ist der neue Film da. Schaut euch an, ist gut. Auf jeden Fall, Leute, hier ist einiges los. Für einen Sonntag ist schon wieder. Die haben auf jeden Fall Spaß. Ich springe einfach von dort oben runter. Will das auch machen. So, Leute, ich muss euch erzählen, was gerade passiert ist da. Ich hatte Durst, wollte Wasser kaufen. Geben mir so vielleicht 1-2 Euro, 5 Euro einfach kostet Wasser dort. Das Wasser hat ausgeschaut, als hätten sie das aus einem See rausgenommen. Also hat nicht so sauber ausgeschaut. Also lieber hätte ich verdursten müssen. Ich bin eh schon wieder weg von da, ich war nur ganz kurz. Es sind viele Menschen, aber nicht so wie letztes Jahr. So Leute, es ist Montag, 26. Juni. Ich habe heute einfach Geburtstag, ich werde 28, noch 2 Jahre dann 30. Runde Zahl. Aber ich feiere keine Geburtstage für mich. Ein ganz normaler Tag. Und ja, es ist sehr heiß, muss ich sagen. Aber ich bin auch sehr spät aufgewacht heute. Weil ich gestern sehr spät schlafen gegangen bin. Deswegen, ich habe Hunger, ich werde jetzt was essen. Döner oder so auf die Schnelle. Und dann, ja, trainieren gehen am Abend, denke ich heute. Mein Geburtstag feiern ist trainieren gehen. So Leute, es ist Dienstagabend. Ich habe den ganzen Tag nichts aufgenommen. Hatte auch keine Lust und gar keinen Bock, weil ich habe heute gefastet. Heute war ein sehr wichtiger Tag. Und ja, jetzt habe ich endlich gegessen und fühle mich viel besser. Ich hatte auch ein bisschen Kopfschmerzen und so, aber es ist normal, wenn man nicht fastet, wenn man nicht isst. Und ja, jetzt bin ich voll und liege hier faul herum. Aber egal. Hauptsache, ich habe gefastet. Das war ein wichtiger Tag. Und ja, morgen geht es weiter wieder. Morgen, ich war auch heute nicht trainieren. Wenn man fastet, so gar keinen Bock zu trainieren oder irgendwas anderes. Nur zu Hause gewesen. Was geht, Leute? Ich war gerade trainieren. Sieht man auch, glaube ich. Ich muss noch duschen gehen. Ich war gerade im Pennymarkt und habe das hier in der Shop mal. Ich kenne sicher diese Pennymarkt Energy Drinks, Ochsenkracherl, in Österreich heißt es so. Und das ist Erdbeerlimette geschmackt. Es klingt eigentlich lecker, ich bin gespannt. Wir machen hier mal. Wir probieren das mal. Dann zeige ich euch, ob es sich lohnt. Bismillah, wie riecht das? Okay, nach Erdbeer halt. Bismillah. Kann man trinken, ist nicht schlecht. Also,
Ich empfehle es. Es schmeckt ein bisschen wie Erdbeerkaugummi, würde ich sagen. Und Leute, es ist Donnerstag, das heißt, heute und morgen noch Frauen dann arbeiten. Ab Samstag beginne ich zu arbeiten. Danach keine Freitage mehr. Ich wollte eigentlich noch schwimmen gehen, bevor ich arbeite. Habe ich nicht geschafft, egal. Ich werde auch Freitage haben, dann gehe ich schwimmen. Und ja, jetzt gehe ich ins Gym ein bisschen trainieren. Und da wieder raus, weil heute ist wirklich wieder schönes Wetter, muss ich sagen. Und ich habe einen schönen Ort entdeckt hier bei mir in der Nähe. Gibt's die, die in Wien leben, kennen das Wienerberg. Dort ist es richtig schön, da kann man spazieren gehen. Es gibt sogar einen kleinen See, kann man schwimmen sogar. Werde ich auch euch zeigen dann. Da werde ich hingehen wahrscheinlich heute. So Leute, zurück vom Training. Schaut mal, was ich gefunden habe. So ein Eis, kennt ihr das noch? Das ist, was ist das für ein Geschmack? Zitrone und Limette. Passt zu meinem T-Shirt. Und kommt auch gut, weil es ist heiß. Wird glaube ich, und es hat nicht viele Kalorien. Perfekt. Heute ist Freitag. Ich beginne morgen zu arbeiten. Ich habe gestern die Arbeitszeit bekommen. Richtig schlechte Arbeitszeit. Ich weiß nicht, wer diese Arbeitszeit gemacht hat, aber da muss ich auf jeden Fall mit denen reden, weil ich gehe da mittags hin, 12 Uhr und bin den ganzen Tag dort bis am Abend. Bis fast 12 Uhr nachts, das geht nicht. Also, nee, so lange arbeite ich nicht. Ich brauche auch Freizeit. Ja. Morgen werde ich da hingehen, dann rede ich mit denen. Auf jeden Fall. Und ja, dann schaue ich weiter. Und wir haben heute Freitag, schönes Wetter. Einmal noch rausgehen, bevor ich beginne zu arbeiten. So Leute, ich bin gerade draußen, es ist Sonntag. Bei mir gibt es jetzt Eiskaffee. Das ist einfach so Kaffee und wir haben einfach Vanille-Eiskaffee getan. Da kann man essen. Wenn es heiß ist, nicht schlecht. Auf jeden Fall Leute, wie ihr wisst, gestern war Samstag und ich sollte anfangen zu arbeiten. Ich war auch dort, aber das war eine totale Katastrophe dort. Also da war, ich konnte zuerst den Chef nicht finden und dann war ich erstmal alleine. Es ist nie, die anderen sind gar nicht gekommen, weil die wahrscheinlich schon geahnt haben, dass es nicht schlau ist, dahin zu gehen. Pausen wurden nicht eingehalten, also das war total Katastrophe und ich bin dann einfach weggegangen. Und ja, ich werde da nicht mehr hingehen. Das war richtig, kann man sagen, wo man richtig ausgenutzt wird. Sowas lasse ich natürlich bei mir nicht zu. Und ja, deswegen bin ich jetzt gerade draußen. Normalerweise sollte ich jetzt gerade arbeiten, aber ich schwöre es euch, ich habe immer so richtig komische Firmen. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt eine normale Firma finde. Aber bald, ich will bald sowieso selbstständig sein. Bis dahin muss ich aber arbeiten. Und ja, ich hoffe bis dahin, dass ich irgendwas finde, normales. Und ja, ich war ja bei dieser Firma nicht fix angestellt, nur für 2 Monate war das. Aber trotzdem, das kannst du 2 Monate lang nicht machen. Es war überhaupt, wenn es heiß ist, keine Chance, kannst du sowas nicht machen, ohne Pause. Und ja, jetzt chille ich hier. Im Park. Das ist über die Landstraße. Auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich beende das mal. Ich filme schon seit voll langen schon. Wird Zeit hochzuladen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Ciao.